Hey, liebe Jeanette, wie geht's dir heute? Gut, alles gut. An diesem einen Tag, ich habe heute kurz geschaut, du hast, glaube ich, schon gepostet auf Instagram, dass heute Genau. der Tag 1 ist. Oder wie muss man das kurz Genau. anschauen? Man kann die Monatsenergie berechnen oder man kann eine Tagesenergie berechnen oder eine Jahresenergie. Und das macht man immer, indem man die Summe nimmt vom Datum und dann die Quersumme berechnet. Muss ich schauen, hört ihr mich? Jetzt, genau, ich sehe dich nicht, aber ich höre dich. Okay, genau. Sorry, jetzt war ich irritiert. Alles gut. Genau. Und wenn man das Datum nimmt, also heute ist der 11.3.2021, dann rechnet man 1 plus 1 plus 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1. Und dann rechnet man so lange die Quersumme, bis man eine einstellige Zahl hat. Und dann hat man sozusagen die Tagesenergie. Und da kann man immer ein wenig schauen, was ist das Thema, auch zusammen mit der 11. Ja, und ein wenig auch nach dem, also ich lebe sehr stark natürlich nach dem, nach diesen Energien, auch nach der Jahresenergie. Da können wir vielleicht nachher auch noch darüber sprechen, weil ich finde das auch immer sehr spannend, zum diese Energien in den Alltag, ins Leben integrieren. Danke schon mal. Und vielleicht kurz für jene Leute, die heute zuschauen oder mithören, vielleicht gerade ganz grundsätzlich, was kann die Numerologie, die du übst oder integrierst oder lehrst? Gibt es. Ja. Ja, also die Numerologie ist ein ganzheitliches Werkzeug, welches man für die Selbstanalyse oder die Selbstentwicklung verwenden kann, wie zum Beispiel die Astrologie. Ist die Numerologie einfach mit dem Geburtsdatum und sie gibt Hinweise über den Lebensweg, über aktuelle Energien und das, was ja im Alltag oder auch im Leben gelebt werden möchte. Und ja, vielleicht auch noch, was sie nicht kann. Es ist jetzt nicht ein Tool oder es gehört auch nicht in den esoterischen Supermarkt, wie es meine Numerologin immer sagt. Also es ist eine spirituelle Arbeit, aber es ist nicht in eine Glaskugel hineinschauen und irgendwie eine Zukunft voraussagen. Man kann Tendenzen sehen, wie auch in der Astrologie auch. Man kann sehen, diese und diese Energien werden kommen. Und man kann sich ein wenig auf das einstellen. Es macht das Leben ein wenig einfacher. Aber es ist nicht, dass man sagt, das und das und das passiert. Das finde ich immer noch wichtig zu wissen. Und genau, ah ja, wir haben einen kleinen Chat, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, wo ihr auch Fragen stellen könnt. Und genau, die Tagesenergie von heute hat Mats da ganz schön aufgeschrieben. Und das stimmt, oder? Jeanette? Genau, es ist bei mir schon wieder weg, aber Aha, ist gut. ja. 1 plus 1 plus 3 plus 2 plus 2 plus Plus 1 0, plus plus 3, 0, plus sorry, 1. genau. Genau, ja, genau. Super. Vielleicht können wir ja dann im Anschluss noch kannst du uns ein praktisches Beispiel geben, dass wir irgendwie alle kurz ausrechnen können. Ja, Aber auf jeden vielleicht, Fall. bevor wir dazu kommen, kannst du uns etwas erklären oder vielleicht aufzeigen, wie so dein Weg dazu kam, dass du das Interesse daran gefunden hast oder war das schon immer irgendwie dein Begleiter? Also zur Numerologie bin ich mehr durch Zufall auch gekommen und habe das einfach mal ausprobiert, weil mich das Wunder genommen hat. Und dann war ich eigentlich vom ersten Moment an fasziniert, was die Numerologie alles kann. Und ich habe sie vor allem zur Standardanalyse verwendet, also was bei mir gerade aktuell ist. Und auch um mich besser zu verstehen und auch um andere Menschen besser zu verstehen. Ich war dort noch angestellt und hatte war Führungsunterstützung und hat mit etwa 100 Menschen zu tun. Und da hat es mir natürlich sehr viel geholfen zu erkennen, warum sagt jetzt ein Mensch dieses oder warum sagt ein anderer Mensch das oder warum reagieren Menschen so und so. Und das ist halt so spannend und deshalb bin ich dann tiefer in diese Materie eingetaucht.
weil ich das so faszinierend fand. Und es halt wirklich, ja, in erster Linie war es wirklich darum, dass ich mich besser auch verstanden habe und warum ich gewisse Themen habe, und auch warum gewisse Themen immer wieder gekommen sind. Heißt es dann auch, dass du ganz konkret zum Beispiel deine Teammates ausgerechnet oder berechnet oder so hast? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, immer alles. Also vielleicht für diejenigen, die zuhören, die noch nie Numerologie gemacht haben, ist es vielleicht spannend zu wissen, auch wie man das berechnet und die Lebenszahl, wie man diese berechnet. Dann Super. kann das vielleicht auch jeder machen. Und ich habe das immer gemacht. Und mit der Lebenszahl erkennt man halt sehr schnell die Themen. Wie die Menschen so sind, was Eigenschaften sind, aber auch die Herausforderungen. Und wir können da, soll ich mein Beispiel nehmen oder möchtest du, Das Nina, dein ist super. Geburtsdatum? Spielt keine Rolle. Ich schreibe es dann in den Chat, damit man es nachverfolgen Ah, oder gut, nachvollziehen kann. okay. Also man nimmt das Geburtsdatum und rechnet, wie ich es vorher auch erklärt habe, die Monatsenergie, nimmt man das Geburtsdatum und rechnet jede einzelne Zahl zusammen. Also mein Geburtsdatum ist der 17.04.1983 und da rechnet man 1 plus 7 plus 4, dann das Jahrhundert auch dazu nehmen, plus 1 plus 9 plus 8 plus 3. Und das gibt 33 und 3 plus 3 gibt 6. Und das bedeutet, ich bin vom Typus her, das ist die Lebenszahl, eine 6. Und es gibt noch andere 6 aus 24 oder 42. Und die 6 aus 33 ist eine Meisterzahl. Das bedeutet, es ist immer noch mit speziellen Herausforderungen, mit denen man sich ja herumschlagen kann, sage ich jetzt mal. Und vielleicht ja, wenn man die Zahl, ah genau, du schreibst es. Genau, wenn man das für sich macht, unbedingt kurz aufschreiben, nicht im Kopf rechnen, dass kein Fehler passiert. Und anhand dieser Lebenszahl, es gibt 9 Zahlen, sind die Zahlen 1 bis 9, das sind die archetypischen Zahlen in der Numerologie, ja, sind dann relevant in diesem Leben oder dort sind die ja, Stärken, aber auch die Herausforderungen drin. Und wichtig auch ist zu wissen, es gibt, also das Geburtsdatum spielt auch eine große Rolle, nicht nur die Lebenszahl. Und es geht auch nicht darum, dass man das jetzt schubladisiert. Also wirklich, es ist wichtig, den ganzen Weg anzuschauen, dass woher man kommt, mit was man aufgewachsen ist. Aber man sieht zum Beispiel, wenn jetzt eine 4 drin ist, dass immer auch das eigene Wertesystem und das Wertethema eine Rolle spielen. Und ja, das ist dann halt spannend, wenn man diese ganzen Zahlen zusammensetzen kann und nicht die Lebenszahl isoliert anschaut. Absolut, also ich kann das nur auch aus eigener Erfahrung noch kurz vielleicht sagen. Du hast mir ja auch viel geholfen oder ich habe dich auch gefragt, mich natürlich auch selbst kurz so mit diesem Werkzeug oder diesem Tool ausgerechnet. Und es hat wirklich spannende Aspekte davon, wo man wirklich immer etwas Neues über sich selbst lernt. Und auch eben, wie du vorher gesagt hast, auch jetzt spezifisch vielleicht auch in diesem Jahr, oder? Weil jedes Jahr hat ja auch eine eigene Energie. Und vielleicht kannst du uns spezifisch zum Jahr 2021 etwas Kurzes mitteilen, was du irgendwie für wichtig erachtest für uns alle, die da zuhören oder Ja, zuschauen. was man vielleicht zuerst sagen muss, ist das Jahr 2020, was dort die Energie war und dann den Übergang ins 2021. Im 2020 war die Energie die 4, also die Qualitäten der 4. Und die 4 ist eine Zahl der Struktur, es geht um Organisation, um Ordnung, es geht darum, sich ein Fundament zu bauen, dass man sich einen Plan macht, auch für die Zukunft. Im Yoga würde man dann wie sagen, dass man sich Wurzeln tief in die Erde macht, dass man sich erdet, dass man nachher gestärkt nach draußen gehen kann. Und die 4 ist vom Symbol her das Quadrat. Jede Zahl hat auch ein Symbol. Das Quadrat, das sind die eigenen 4 Wände. Wir mussten alle zu Hause bleiben oder durften, wie man das ansehen möchte. Und ja, es ging darum, sich auch Gedanken machen, was zu machen, was sind meine Werte und wie möchte ich in Zukunft
auch diese leben oder wie möchte ich in Zukunft mein Leben leben? Und dann sind wir jetzt im 2021 und die 4 und die 5 sind sehr, sehr unterschiedliche Zahlen. Also die 4 ist das Quadrat und die 5 ist von der Symbolik her das Pentagramm, das ist der Fünfzackstern. Und die 5 ist sehr expansiv, also es ist eine grenzensprengende Kraft. Die 5 möchte hinaus in die Welt. Das heißt, wer jetzt immer noch zu Hause ist und sich einen Plan macht für die Zukunft und an irgendeinem Thema nicht weiterkommt, dann wäre es jetzt gut, wenn man dieses abschließt, weil es ist jetzt nicht Zeit, um zu Hause zu sitzen und sich Gedanken ma zu machen und zu überlegen, sondern jetzt möchten die Ideen, die wir im 2020 hatten, an diesen Projekten, an denen wir gearbeitet hatten, möchten nun hinaus in die Welt getragen werden. Also raus, sich zeigen in der Welt, auch mutig sein, dass man diese Wege geht. Es möchte, dass wir auch neue Wege gehen, das heißt, mal ausprobieren, wenn man denkt, ja, das könnte etwas sein, dass man mal diesen Weg geht und dann denkt man vielleicht, ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, und dann kann man immer einen Richtungswechsel vornehmen. Die 5 möchte, dass wir diesen Blickwinkel öffnen, dass wir ein Feld an 360 Grad an Möglichkeiten haben und diese sehen und auch gehen. Das Universum knallt uns alles so oder so ja immer vor die Füße hin. Das Einzige, was wir machen müssen, ist hinsehen und diese Chancen nehmen. Das 2021 bietet ganz viele neue Möglichkeiten und neue Chancen. Und alles ist einfach spannend zu sehen, der Unterschied von 2020 zum 2021, aber wie trotzdem beides zusammenhängt. Ja. Ich denke, das kann man sagen zum 21. Spürt ihr das auch oder spürt ihr das so gar nicht? Also ich kann nur von mir persönlich sprechen und ich habe schon das Gefühl, dass es ja genau schon auch sich geändert hat. Und ich glaube, wie du sagst, auch dass die fünf, oder ich empfinde immer so, was ich von dir gelernt habe, dass man ein bisschen auch diesen Drang hat, mehr als vielleicht im letzten Jahr, diesen Drang nach draußen zu gehen und ja, auf welche Art auch immer, oder? Und in welche Form. Aber definitiv. Ja. Wie Genau, und geht wenn es? man, ja, Ja. sorry. Nein, nein, ist gut. Ja. Sag nur. ja, und dann ist es halt auch irgendwie wichtig, wenn man das ohnehin ja auch in sich spürt, wie eine Energie ändert oder auch in einem selber, dass man das dann auch geht. Und die Numerologie macht eigentlich nur das, was eh schon da ist oder was man in sich fühlt, macht es sichtbar. Und das ist eigentlich das Schöne. Also viele Menschen, die zu mir kommen und ich dann ihnen über ihre Zahlen etwas erzähle, sagen, ja, das weiß ich eigentlich schon, aber ich konnte das wie nicht ausdrucken oder es wird wie von der Tiefe eigentlich nach draußen getragen oder in Worte gefasst. Wenn du gerade schon von diesen eben Sessions auch erzählst, die man ja auch nehmen kann bei dir, das sind so private Beratungen, oder? Wie läuft so eine Session ab? Weil es ist ja so spannend, da entdeckt man ja auch eben viel über sich selbst. Ist das ganz, machst du das immer gleich oder ist das dann auch abhängig von der Zahl oder von der? Von der Zahl nicht unbedingt, aber vom Bedürfnis von den Menschen, die kommen, weil die Menschen kommen mit unterschiedlichen Themen oder Fragen auf mich zu. Also ich mache private Beratungen in der Numerologie, das mache ich auch hauptberuflich. Also ich habe noch ein zweites Standbein, aber das ist mein Hauptjob eigentlich, private Beratungen und es wird immer das eigene Geburtsdatum ausgerechnet und man kann immer noch zwei weitere Daten zur Analyse geben und oft sind es natürlich Beziehungsfragen oder auch Fragen zum Beruf. Und je nachdem, was da für Fragen kommen, rechne ich natürlich ein wenig in eine andere Richtung. Wenn es um eine Beziehung geht, rechne ich natürlich die Beziehungszahl aus. Das ist eine etwas kompliziertere Rechnung und dort sieht man dann auch, was das Thema in einer Beziehung ist. Aber was man auch machen kann, jetzt für die zuschauen, wenn man jetzt gleich wissen will, wie so etwas funktioniert, kann man auch die Lebenszahl nehmen. Also
Bei mir ist es jetzt eine 6 und dann nimmt man die Lebenszahl vom Partner, zum Beispiel eine 9. Und dann rechnet man 6 plus 9, das gibt 15 und 1 plus 5, das gibt wieder eine 6. Das heißt, das Thema in der Beziehung, kann man sagen, ist eine 6. Da kann man sich mal die Energie der 6 anschauen. Bei der 6 geht es immer um die Liebe, um die Allliebe, es geht um Verantwortung und um Familie. Auch um Harmonie, um ein schönes Zuhause, um das in einigen Stichworten zu sagen, dass ihr etwas darunter euch vorstellen könnt. Gut, sind sicher alle im Rechnen oder viele. Ist ja immer spannend, irgendwie so sowas herauszufinden. Findest du, man muss gut, also mich hat das immer ein bisschen abgeschreckt zu Beginn, weil ich gedacht habe, ich muss so viel rechnen und ich kann ja nicht so gut rechnen. Aber eigentlich muss man das nicht. Ist Nein, ja nicht wirklich nein. kompliziert, oder? Nein, Oder es schon? ist, nein, es ist nicht kompliziert. Ich kann auch nicht in dem Sinn gut rechnen, sage ich jetzt mal. Es geht auch nicht darum, ob man gut rechnen kann oder nicht. Wenn man die Zahlen fühlt, es geht darum, um diese qualitative Seite der Zahlen zu erfassen. Und es ist auch ein wenig ein Training. Es ist gut für den Kopf. Also Kopfrechnen ist immer gut, würde ich mal sagen. Und wenn man sich aber dafür interessiert und das wirklich gar nicht kann, dann kann man ja einen Rechner nehmen. Es ist überhaupt kein Thema. Aber in der Numerologie geht es mehr darum, diese Zahlen, diese Schwingungen zu spüren. Und vielleicht noch, um etwas auszuholen, warum Schwingungen und qualitative Seite und so weiter. Vielleicht ist das jetzt für die einen oder anderen verwirrend. Wir sind ja in einer polaren Welt, also alles hat zwei Seiten. Wir haben eine quantitative Seite der Zahlen. Die kennen wir alle, die zählende Seite. Wir sind überall mit Zahlen beschäftigen wir uns. Deshalb haben auch viele Menschen einen guten Bezug zu Zahlen. Und in der Numerologie geht es um die andere Seite. Wenn es eine quantitative Seite gibt, die zählende Seite, muss es ja noch etwas anderes geben. Und das ist dann die qualitative Seite. Und ja, wenn man sich dafür interessiert, eben, dann hat das nichts damit zu tun. Oder da muss man auch keine Angst haben, dass man jetzt nicht gut rechnen kann. Gut. Sehr gut. Hat vielleicht jemand Fragen oder sogar eine spezifische Frage zu einer Zahl? Sonst könnt ihr das gerne auch in den Chat schreiben. Ist immer auch interessant, das halt am eigenen Körper oder eigenen Beispiel, eigenen Leben zu erfahren. Ja, Aber genau. da kann man sich irgendwie auch noch lebhafter vorstellen, oder? Aber was ich vielleicht noch fragen wollte, würdest du sagen, gibt es eine spirituelle Zahl? Weil, wie du gesagt hast, haben ja die Qualität der Zahl oder die Schwingung, gibt es irgendwie eine spezifische Schwingung, die du sagen würdest, das ist sehr spirituell? Ja, auf jeden Fall. Also eben, wir sind ja alles spirituelle Wesen und ich möchte jetzt einfach irgendeine Zahl speziell da unbedingt hervorheben, weil es ist eine spirituelle Arbeit. Aber was man sagen kann, sicher die Zahl 7 ist eine spirituelle Zahl. Dort geht es um ein tiefes inneres Wissen. Es geht um. Ich lese sie sonst dann vor. Ja, genau, dann Ah, kannst du, gut, dann genau. bin ich nicht Ich, abgelenkt. Super, nein, danke. alles Vielmehr habe ich mir gut. Angst, ich verpasse es. Nein, Gut. nein, nein, ich lese sie dir dann vor. Gut, danke. Genau, die 7. Vielleicht machen wir kurz die Zahlen 1 bis 9 und die 0, dass man vielleicht das besser versteht, wenn wir da immer hin und Super. her. Ist es vielleicht verwirrend, aber eben die Zahl 7 ist eher nach innen gerichtet. Es geht um das innere Lernen, das Lehren. Es ist eine philosophische Zahl, auch Menschen, die jetzt zum Beispiel die 7 im Tag haben, vielleicht hat das da jemand an einem 7. geboren, die haben vielleicht auch das Bedürfnis, immer wieder zu lernen und auch mehr über sich zu erfahren. Aber fangen wir doch, sollen wir kurz die Zahlen 1 bis 9 und die 0 Super. nur kurz in ein paar Stichworten, dass die Zuschauer sich etwas vorstellen können. Finde ich gut. Also die Zahl 1. Es ist so, wir haben das Pentagramm, den Fünfzackstern, und wir können die Zahlen dem Pentagramm zuordnen. Und die den vitruvianischen Menschen kennen von Leonardo da Vinci, ich glaube, da hat jeder ein Bild im Kopf, das ist der Mensch in diesem Pentagramm drin. Dort
kann man dann eigentlich die Zahlen auf den Menschen zuordnen? Das hat, da kann ich jetzt nicht so viel ausholen, aber das hat mit der Fibonacci-Spirale zu tun und mit dem goldenen Schnitt, der auch im Menschen drin ist. Das bedeutet, wir tragen die Zahlen in das Pentagramm ein und somit sehen wir auch, wo der Mensch die Zahlen hat. Die 1 ist ganz oben beim obersten Zacken sozusagen. Macht das Sinn? Ist okay, Ja, Mina. absolut. Ich Mir zeichne das es jetzt. kurz auch, oder ich versuche es. Genau, und die 1, die ist ganz oben und das ist die Einheit, das Ich-Bewusstsein. Mit der 1, dort entsteht ja alles. Oder? Genau, ja, genau, super. Danke vielmals. Dort entsteht alles, es ist das Ich-Bewusstsein, aber kann auch die Einsamkeit oder der Egoismus oder die Egozentrik sein. Alles hat auch hier wieder zwei Seiten, das ist ganz wichtig zu wissen. Alles hat Positives und Herausforderung. Dann die Zahl 2, die ist auch noch dem Kopf angesiedelt, im Zacken innen drin. Und die 2 ist auch das denkende Prinzip. Also alle Zweier-Menschen, die jetzt zuschauen, die 2 ist eine intuitive Kraft, eine mentale Kraft. Es geht um das Träumen, das Visionieren. Und diese Menschen machen sehr viel mit ihren Gedanken. Die bringen sehr viel auf den Boden, wenn sie ihrer Intuition folgen. Die negative Kraft ist dann das Überdenken, das Zweifeln, das Verzweifeln, die Unsicherheit. Und seit dem Jahr 2000 haben wir alle ein wenig diese Thematik drin, weil wir alle in dieser Schwingung der 2 und der 0 sind. Dann die Zahl 3 ist der Arm. Das ist eine Herzzahl, es ist eine emotionale Zahl. Es ist die Zahl der Aktion, also es ist eine handlungsstarke Zahl, sehr nach vorne gerichtet, die möchte machen, die möchte tun. Es ist auch die kommunikative Zahl. Also die Dreier-Menschen sind Kommunikatoren, es sind Motivatoren und auf der anderen Seite können sie auch sehr verletzend sein mit ihren Worten. Dann die 4, die ist dann beim Bauch unten angesiedelt, das ist die Gefühlsebene. Dort geht es, wie ich vorhin gesagt habe, um das Revier, um die eigenen Werte, das Wertesystem definieren. Es sind Familienthemen drin, Gefühlsthemen sind drin und da geht es darum, sich ein starkes Fundament zu bauen und sich selber zu organisieren. Dann die 5, das ist dann der Fuß, das ist dann eine sehr geerdete Zahl, die sind sehr naturverbunden, es sind die Freigeister, die Abenteurer, die die Welt entdecken wollen, die sich aber auch nicht so gerne binden. Und auf der anderen Seite müssen sie schauen, dass sie sich nicht für andere aufopfern. Das sind Menschen, die sich für andere aufopfern könnten. Und das kann dann, wenn man nicht auf sich schaut, wenn man immer nur im Außen schaut, das könnte passieren, dass sie dann einen Burnout kriegen oder eine Depression. Dann die Zahl 6, das ist das zweite Chakra. Das symbolisiert die ganze Sexualität. Das ist der ganze Körper, der hier involviert ist. Also Menschen, die eine 6 sind, die somatisieren dann überall im Körper. Sie haben überall, könnten sich Schmerzen zeigen. Es ist aber auch die Zahl der Verantwortung, der Familie, der Liebe und der Perfektion. Die Zahl 6 ist von der Symbolik her zwei Dreiecke ineinander oder es ist auch das Sechseck, also die Bienenwabe oder ein Schneestern. Und das symbolisiert eigentlich die Vollkommenheit. Und diese Menschen müssen lernen, dass nichts in dieser Welt vollkommen ist. Dann die Zahl 7, das ist, wie ich vorhin gesagt habe, ist mehr, das ist dann der linke Fuß. Das ist dann eigentlich eine spirituelle Zahl. Es sind die Lehrer unter uns, die Philosophen. Aber es sind auch Menschen, die im Finanzsystem sein könnten. Das bedeutet, diese Menschen müssen schauen, dass materiell und immateriell ausgeglichen ist. Also materielles mit ihrer spirituellen Seite müssen vereinbart werden. Nur etwas wegen dem Geld deswegen machen, das wäre nicht so gut oder wäre einfach langfristig nicht so gut. Es wäre gut, wenn man sich auch dann sich für das Spirituelle öffnet oder einen Sinn, eine Sinnhaftigkeit hinter dem sieht, was man macht. Man muss jetzt da nicht einer spirituellen Arbeit nachgehen. Es reicht, wenn man wirklich einen Sinn dahinter sieht. Dann die Zahl 8 ist auch wieder, da gehen wir auf der anderen Seite ja wieder hoch im Pentagramm, ist auch wieder auf der gleichen Ebene wie die 4, also die Gefühlsebene. Bei der 8, das sind alle 80er-Jahrgänge, die hier zuschauen, haben diese
dieses Ohnmacht- und Achterbahnfahrt-Thema. Das heißt, diese Menschen müssen immer ins Jetzt kommen. Das heißt, Ausgleich von Vergangenheit und Zukunft immer hin zum Jetzt. Das ist auch die Lemniskate, die umgefallene Acht. Und die Acht muss immer lernen, in Balance zu kommen. Die Acht ist eine sehr machtvolle Zahl. Es geht um Schönheit, das Schöngeistige, um Kunst, um das Leben. Also die Lebensfreude, die möchte dort gelebt werden. Aber halt immer wieder diese, ja, es ist immer wieder das Umfallen und Aufstehen. Und für Achtermenschen, die müssen immer wieder von sich aus aufstehen und das Leben leben und das Leben gehen. Und das kann etwas anstrengend sein, aber sie haben auch die Kraft, um das zu machen. Dann die 9 ist dann eigentlich die letzte Zahl, bevor es wieder von vorne beginnt. Die 9 ist auf der Gegenseite von der 3. Es ist also dreimal die 3 drin und das bedeutet, es muss das, was die 9 denkt, fühlt, sagt und macht, muss ausgeglichen sein. Also eine 9 muss dieses integere Leben eigentlich leben. Das ist ganz wichtig. Sie kann nicht etwas fühlen und dann etwas anderes machen. Die 9 ist auch die Zahl des Reisens, der fremden Kulturen kennenlernen, sich für das zu öffnen. Es ist auch das Astralreisen. Die 5 ist ja auch das Reisen und die 9 ist manchmal mit einem Fuß, aber schon irgendwo in einer anderen Sphäre. Genau, zur 9 ist auch das Chaos, die Transformation. Wenn man das letzte Jahrhundert anschaut, hatten wir ja erstens sehr viele neue Technologien. Das ist die 9, also 1900. Sehr viele neue Technologien, man hat sehr viel Neues erfunden, aber es war auch sehr viel Chaos und Zerstörung. Das ist die 9. Und dann die Zahl 0 oder die Nichtzahl 0. Diese steht für das Ganze. Sie steht für alles oder nichts. Sie steht für das universelle Prinzip und Menschen, die die 0 im Geburtsdatum drin haben, die fühlen die Energien, die wissen, gleich, was muss man sagen, was ist jetzt richtig? Die fühlen andere Menschen, es sind auch hellsichtige, je nachdem, wie die Kombination ist, hellsichtige Menschen. Aber die Null ist die Zahl, in der alles enthalten ist. Ja, genau, das sind so die Zahlen. Danke vielmals zuerst mal. Ich sammle die Fragen, die da eintrudeln. Ich habe die nicht vergessen, aber es ja, war jetzt mal spannend, das zu hören. Und ja, falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Aber zunächst vielleicht, wolltest du da noch was sagen oder warst du wie Nein, bei ist der okay. Null? Ist Bei der gut, Null ja. ist der. Bei der 0 hört es auf und dann beginnt es wieder von vorne. Einfach diese Zahlen 1 bis 9 und die 0. Genau, und was ich auch schön finde, du sagst ja auch immer, ich glaube, man hat manchmal so ein bisschen die Tendenz zum Werten, oder? Auch wenn man, aber eben, es ist einfach ein Hilfsmittel und nichts ist irgendwie richtig oder falsch oder besser oder schlechter. Oder wie Nein. würdest du das sagen? Ja, nein, es gibt nicht, also man sagt überhaupt auch nicht, das ist eine 4 oder das ist eine 2, ist ja klar, ist der so und so. es geht einfach darum, diese Essenz wahrzunehmen und zu schauen, wo hat diese Person ihre Stärken auch oder in welcher Schwingung ist sie drin. Und da geht es darum, dass man natürlich wertfrei ist. Und was auch wichtig zu wissen ist, jeder Mensch hat einen freien Willen und wir entscheiden selber, wie wir eine Zahl leben. Möchten wir eine 6 mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll leben oder leben wir die 6 in der Allliebe und in der Verbundenheit? Ich komme sonst mal auf die Frage von Stefanie zu sprechen, oder besser gesagt, ich stelle die dir mal. Also Stefanie hat gefragt, kann man sich auch zu einer Zahl hingezogen fühlen, auch wenn es nicht die Lebenszahl ist? Und hat Ja. das eine Bedeutung? Ja, das wäre jetzt halt sehr spannend, oder um tiefer zu blicken, was dort dahinter ist. Ich würde immer, wenn man eine Lieblingszahl hat, würde ich das immer in Bezug zum eigenen Thema anschauen. Wenn es zum Beispiel eine 2 wäre, dann kann man schauen, was
sind die Themen der zwei, was sind die Qualitäten und Eigenschaften und sich dann auch überlegen, was hat das mit mir und mit meinem Leben zu tun. Und wenn man tiefer rechnet, könnte es sein, dass vielleicht auch in der Seelenzahl oder im Dharma, im Karma, wo auch immer diese Zahlen dann auftauchen. Aber ich würde immer, wenn eine Zahl oder wenn man immer wieder dieselben Zahlen sieht, im Moment sehen sehr viele Menschen 11 Uhr 11, 22, 22 und so weiter. Und das würde ich immer als Spiegel auch betrachten vom Außen, weil das Universum zeigt uns überall unsere eigenen Themen. Und eine Frage von Marlies. Gibt es die oder gibt die Lebenszahl auch einen Hinweis auf die Berufung oder auf den Beruf? Und falls Ja. ja, inwiefern? Also, die Lebenszahl, ja, dort geht es schon stark um die Berufung. Es geht auch darum, dass, wenn man noch nicht in der Lebenszahl drin ist, das bedeutet, bis zum Erreichen der Lebenszahl, ich kann das nachher gleich noch sagen, wie man das rechnet, dann lebt man aus den Daten vom Geburtsdatum. Und wenn man in die Lebenszahl kommt, man kommt immer in dieses Reifealter hinein, dann kommt der Typus zum Tragen, die Lebenszahl, und dann geht es immer um die Berufung. Also dann, man spürt, wenn man die Lebenszahl erreicht, da ist noch irgendetwas anderes. Und dann spürt man oft drin, ah, okay, ich muss meinen Weg ein wenig anpassen oder in der Beziehung auch, das kann auch sein, es muss nicht nur unbedingt ein Beruf sein, oder? Aber die Berufung kommt dann stark zum Ausdruck. Und vielleicht noch, wie man weiß, wann man in den Typus kommt. Man rechnet das Jahr, in dem man geboren wurde. Also wenn ich mein Beispiel nochmal nehme, ich bin im Jahr 1983 geboren und meine Lebenszahl ist 6 aus 33. Das bedeutet, ich rechne 1983 plus 33, das gibt 2016. Das heißt, ich bin im 2016 in meine Lebenszahl gekommen und dann haben sich Dinge im Leben gezeigt, wollten sich verändern. Und ich lebe schon lange mit der Numerologie, also ich wusste, dass das kommt. Und die Veränderungen kamen dann aber auch schon von außen, also nicht nur ganz freiwillig von mir. Ja, möchtest du auch noch etwas sagen, Nina, oder hat sich bei dir etwas verändert oder vielleicht? Also ja. Genau, also ich bin ja in den Typus gekommen, oder wie du das sagst, im 2019, oder? Ich Ja, bin mir genau. jetzt genau. Und das ja, es muss ja nicht immer sein, dass da was Einschneidendes passiert, aber ich merke, also es war einerseits schon auch Erlebnisse, die ich irgendwie, die mich ein bisschen aus meiner Bubble geholt haben, wenn man dem so sagen kann, aus dem Nest. Aber dann auch so nachwirkend ein paar, eben wie du geschildert hast, Dinge, die dir irgendwie daraus erst bewusst werden. Und ja, definitiv mich auch irgendwie authentischer mein Wunsch oder meine Passion irgendwie leben lassen oder freier jetzt irgendwie. Da wollte ich vielleicht auch nicht so hinhören, oder? Das hat mich schon irgendwie oder irgendwie bestärkt oder ja, ich weiß nicht genau, wie zu beschreiben, aber Ja. ich denke, da konnte man schon was mitnehmen aus diesem Also wenn Typus. man, ja genau, aber eben du warst ja auch schon Yogalehrerin, gell? Das heißt, das hat sich wie eigentlich, du warst ja schon auf deinem Weg oder du hast schon vorhin oder schon länger auch deine Berufung gelebt. Das heißt, das hat sich dann vielleicht auch bestätigt oder gefestigt und Genau. Ich glaube, es hat sich irgendwie verstärkt oder noch irgendwie, wo Unsicherheiten waren, hat sich gezeigt, hey, nee, du darfst da drauf vertrauen oder irgendwie noch mehr da reinhören. Ja, genau. Ja. Aber ja, die Berufung ist immer ein großes Thema, ja. Sehr gut. Dann hat Mats noch eine Frage. Deine Beschreibung meiner Lebenszahl, die ist ja die 2, oder? Passt sehr gut zu mir. Woher kommt es, dass der Tag meiner Geburt einen so starken Einfluss auf meine Persönlichkeit oder Ausprägung haben kann? Warum fragst du das warum das so ein, also hat das eine starke Auswirkung?
Also nein, nicht unbedingt eine starke Ausprägung, aber so, das ist eigentlich, wenn ich am Tag später geboren wäre, wäre es eine 3. Oder? Und das ist Ja, dann, das ist so wie eine andere, ist das irgendwie mit der, wie ist das zu erklären? Ja, das ist das eigentlich ist eine typische Zweierfrage. auch. Okay. Nein, aber was, ja, wie gesagt, das ist eine spirituelle Arbeit. Das ja, kann man sich auch in der Numerologie fragen, gell? Auch die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen, sagen dann, ja, aber das hat der Arzt ausgesucht. Und hier ist es, wir schreiben uns alles, bevor wir in diesem Leben, in dieses Leben inkarnieren, schreiben wir uns ja eigentlich bereits alles in unser Lebensbuch. Das haben wir selber bestimmt, welche Themen oder was wir in diesem Leben lernen möchten. Und das, ja, somit kann man das eigentlich erklären. Und der Tag ist auch immer das Geschenk, das man sich selber macht. Dort sind auch die Stärken drin. Und deshalb ist der Tag schon sehr relevant. Wenn man jetzt zum Beispiel um 23 Uhr 59 geboren wird, dann kann es natürlich schon sein, dass man auch die Qualitäten vom anderen Tag auch ein wenig mitspürt. Und das kann man dann auch anschauen, wenn man denkt, die 7 spüre ich überhaupt nicht, aber die 8 spüre ich sehr stark. Aber ja, man sucht sich alles selber aus, die Familie, die Zeit, die Umstände, wo, in welchem Land, ja, das suchen wir uns selber aus. Wenn wir aber schon dabei sind, weil dein Geschenk, Mats, ist ja die 11 und wir sind 11 Teilnehmende. Also was ist denn die 11? Also, Mats ist am 7. aber geboren, gell? Ah, sorry. Ja, genau, am siebten, Hast du siebten, das einfach sechsten. geschrieben? Ah, sorry. Sorry. Alles gut. Ich habe Naja. das verwechselt. Aber gut, dennoch. Vielleicht kannst du es dennoch etwas sagen. Was die, was muss ich sagen, was die 7 oder die 11 oder Oder die der 11, Tag, ja. die Die 11, 11 vielleicht. ja, also die 11 hat er drin in der Lebenszahl etwas versteckt. Das ist auch eine Meisterzahl, die er hat, wie ich hier auch habe. Die 11, da geht es immer um Erleuchtung, um eine doppelte Kreativität, um Visionen und Ideen auf den Boden zu bringen und umzusetzen. Und die 2 ist halt auch gerne, jetzt zusammen die 11 und die 2 ist auch gerne, was wollte ich sagen, jetzt bin ich gerade brustgefallen, sorry, ist sehr im Kopf. Das heißt, es ist wichtig, dass man dort nicht hängen bleibt, dass man alles nur im Kopf macht, sondern dass man auch dann die Dinge, dass man jemand auch vielleicht hat, weil die 2 geht es immer um Polarität, um einen zweiten, mit der man die Dinge umsetzen kann. Dann hast du noch eine Frage oder hat jemand noch eine Frage, bevor ich da weiterfahre? Weil Stefanie fragt, ob die Numerologie auch einen Zusammenhang hat mit der vedischen Astrologie. Mit der vedischen Astrologie kenne ich mich gar nicht aus. Ich Und die denke aber. Folgefrage ist, kann die Numerologie so tief in die verschiedenen Häuser eintauchen? Vielleicht kannst du das sagen, sonst fragen wir noch mal kurz nach. Nein, ja, das ist schon gut. Ja, was man auf jeden Fall sehen kann, das hatten wir ja auch schon, gell, Nina? Es hat sehr viele Parallelen und es muss ja irgendwo, oder für mich ist es auch wichtig, dass die Antworten, die man in der Astrologie erhält, müssen ähnlich sein wie der Numerologie, weil Schluss am Ende ist es irgendwo egal, welches Werkzeug das man benutzt. Man braucht, oder man sucht ja eine Antwort oder möchte, Dinge erkennen und es ist dann wichtig, dass man irgendwo, eine ähnliche Antwort erhält. Und ja, wir haben das ja auch schon oftmals angeschaut und ja, es hat sehr viele Parallelen, ja. Genau, eben kürzlich haben wir mal auch die Häuser angeschaut. Also es gibt ja in der Astrologie auch
die Häuser und die ein bisschen auch mit der Numerologie angeschaut oder verglichen. Und ja, da findet man einiges, was sicher auch übereinstimmt. Und klar auch immer etwas Abweichungen, aber das ist ja auch je nach Ja, Tradition und genau. System ein bisschen anders. Ja, ich hoffe, es hat dir geholfen, Stefanie, sonst schreibst du noch. Ja, hat jemand sonst noch eine Frage oder sonst gerade was irgendwie berechnet, was spannend sein könnte, auch für die Community, irgendeine eine Frage? Und sonst habe ich noch ein paar Fragen an dich, aber ich halte die Augen offen für weitere Questions. Vielleicht, du hast ja vorhin auch erzählt, dass das ist dein Hauptberuf eigentlich oder deine Berufung. Ist ja irgendwie schöner, oder? Genau. Passt irgendwie besser, finde ich, jetzt zu dir auch. Was machst du denn daneben noch? Oder was machst du noch, weil das ist auch, finde ich, spannend, noch mit der Community zu teilen. Also was ich nebenbei noch mache, ist ein ganz anderes Thema, aber das brauche ich für auch ein wenig für den Ausgleich und die Kreativität, die ich halt sehr gerne habe, ist Foodfotografie, das mache ich nebenbei, also auch hauptberuflich noch. Es sind eigentlich wie diese zwei Dinge, die ich habe. Ja, und das ist halt auch wichtig für mich, dass ich mich dort kreativ wie ausleben kann. Und im Moment bin ich aber noch daran, einen Online-Kurs aufzubauen in der Numerologie, in dem man sich das selber aneignen kann. Es ist jetzt nicht eine klassische Ausbildung, mehr auch eine Inspiration, wo man lernt, wie man alles berechnet, und man kann dann auch selber am Schluss eigentlich einen Numerologie-Chart ausfüllen und interpretieren. Also alles, was du heute erzählt hast oder was irgendwie die Leute, was du dir gesammelt hast, was die Leute interessiert oder interessieren könnte, ist dort zu erlernen. Also auch wenn man gar keine Vorkenntnisse Ja, jetzt genau. hat. Ja, genau. Also es geht von vorne los mit Zahlengruppen, mit geraden, ungeraden Zahlen, was das bedeutet, die Zahlen 1 bis 9, die Qualitäten allgemein. Und dann geht es aber dann schon in die Tiefe, den Typus berechnen, Lebenszyklen, Veränderungspunkte. Da gibt es ganz, ganz viele Berechnungen, und das ist vielleicht auch noch als Ergänzung zur Frage mit den Häusern. Man hat schon nicht nur die Lebenszahl, man hat noch ganz viele andere Dinge, und wenn man das auch weiß oder in welchem Lebenszyklus das man ist, dann versteht man oder beginnt man die Dinge besser zu verstehen oder sieht auch mehr, ah, das ist jetzt das Thema, oder ah, darum fühle ich das und das in mir. Vielleicht auch diese Frage, weil ich dich kenne. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit Foodfotografie, aber auch mit der Ernährung oder du machst die besten Juice-Recipes, die ich kenne. Und ich kann mir da immer Inspiration holen bei dir. Und nicht nur Juice, sondern auch also Sabrina von Healthy Happy und du. Ihr habt auch ein Kochbuch Ja, genau. herausgebracht. Wie kamst du darauf und was hatte da die Numerologie vielleicht für einen Einfluss? Was hast du da über dich? Gibt es da einen Zusammenhang überhaupt? Ja, da gibt es einen großen Zusammenhang. Also erstens die 6, die macht irgendwie 100 Dinge gleichzeitig. Deshalb habe ich auch verschiedene Dinge, die ich mache. Aber der Ursprung, warum ich das mache, hat damit zu tun, dass ich den EBV-Virus hatte und sehr stark an dem erkrankt war. Also ich hatte 10 Jahre lang zu kämpfen mit diesem Virus, und weil ich nirgends eine Lösung für das gefunden hatte, bin ich dann irgendwann darauf gekommen oder musste ich einsehen, dass es auch an der Ernährung liegen könnte, und habe so eigentlich alles umgestellt, habe mich mit der Ernährung beschäftigt, habe lange nur vegan gelebt, mache ich heute eigentlich auch noch zu 90%, und auch die basenüberschüssige Ernährung, das ist vor allem auch Sabrina, die sehr stark dort drin ist. Sie lebt das auch zu 100%. Das hilft einem eigentlich im Alltag wirklich, dass man gut essen kann, dass man genug essen kann und dass man trotzdem gesund bleibt. Ja, und so bin ich dann eigentlich
Ja, natürlich noch mit einem Naturheilpraktiker, aber so bin ich dann Schritt für Schritt, ging es dann wieder Richtung Gesundheit, nachdem ich 10 Jahre lang, nachdem es mir da wirklich nicht gut, gegangen ist. Ja, und die Numerologie, der Zusammenhang ist eben die 6. Die 6, spürt die Dinge überall im Körper, da kann man nicht sagen, wo sie das Thema hat, schon im zweiten Chakra auch, aber. Ja, sie spürt das überall im Körper und die 6 muss auch lernen, Pausen zu machen, weil die 6 immer sehr schnell und überall herumrennen ist. Das war dann mein Learning eigentlich. Ich finde es faszinierend, dass das halt einem irgendwie, dass jeder oder jede irgendwo ja etwas finden kann, was wirklich auch eben Aufschluss gibt darüber, was du vielleicht nicht irgendwie verstehst oder so zunächst. Und dann kannst du das so irgendwie dich selbst verstehen und auch sehen, was du brauchst oder was dir gut tut. Und bringt dich dann auch irgendwie wieder auf einen Journey. Eben auch in sich selbst wieder kennenzulernen und zu begegnen mit Gesundheit oder mit Entspannung, wie du gesagt hast, auch schnelle und langsame Zahlen gibt es. Von daher Genau. mega gut. Hey, so spannend, also vielen, vielen Dank mal, dass du dir da Zeit genommen hast. Und vielleicht gibt es noch was von der Community. Hat noch jemand eine Frage oder einen Comment? Ein konkretes Beispiel. Hier, ich halte mal einfach den Chat noch offen. Gibt es noch etwas, was du unserer Community vielleicht ganz so als Tipp oder als Inspiration auf den Weg geben kannst? Vielleicht, ja, Numerologie oder etwas Konkretes sonst, was. Ja, was mir immer wichtig ist, es ist eigentlich egal, was man macht, aber man soll das machen, für was man brennt, was man auch im Herzen fühlt. Und da braucht es halt ein wenig das Hinhören, mal sich diese Zeit nehmen, aber eigentlich ist bereits alles da und es braucht eigentlich nichts, aber oder auch kein Werkzeug. Also Werkzeuge können helfen, aber eigentlich ist alles bereits da und es ist halt wichtig, sich auch mal Zeit zu geben, Zeit zu nehmen, auch in einem schnellen Umfeld. Die Zeit wird ja noch schneller, das wissen wir auch aus astrologischer Sicht, aber das bedeutet nicht, dass wir auch schneller rennen müssen. Und deshalb ist es wichtig, mal sich einen Moment Zeit zu nehmen, hinzusitzen, aus dem Fenster zu schauen und auch mal die Zeichen wahrzunehmen und was uns das Leben und das Universum zeigen möchte. Ja, das ist auch mein Learning, auch jetzt in diesem Jahr mal einen Gang zurückzuschalten und wirklich mal, ja, zu schauen. Man kann das ja auch mal hinaus ins Universum geben und sagen, hey, ich brauche mal für das und das ein Zeichen oder eine Antwort. Und ja, das mache ich halt auch sehr gerne für mich. Intention setzen und Genau. etwas, genau, So wichtig. etwas reinhören dann, was passiert. Mega schön. Ja. Hey, so gut. Vielen, vielen Dank. Und Danke auch vielmals. genau, deinen Kurs findet man auch auf der Website, oder? Ah, genau, super. Mats hat das noch gerade Genau. gepostet. Ist der schon online oder ist das jetzt? Oder wie Nein, weit noch. bist du da? Okay. Noch nicht, man kann sich eintragen auf der Webseite unter Online-Kurs und ich sende dann eine Benachrichtigung, sobald er verfügbar ist. Es geht jetzt leider noch einen Moment, also vermutlich ab Mitte April, Ende April wird er verfügbar sein und das ist wirklich ein hundertprozentiges Selbststudium, bei dem man einen hundertseitigen Theorieteil hat, man hat Berechnungsvorlagen, alle Berechnungen an einem Ort und dann gibt es noch 30 oder über 30 Videos als Ergänzung zum Theorieteil dann dazu. Und wenn man mal in diesem Zahlendschungel sich nicht zurechtfindet oder etwas nicht versteht, hat es auf jeden Fall eine Community und dort werden auch Fragen beantwortet. Vielen Dank und vielen Dank Danke auch auch.
allen Teilnehmenden und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die jederzeit auch uns noch zukommen lassen per ja, Chat jetzt oder sonst später auch auf Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und ganz einen schönen Abend euch. Danke euch Merci vielmals vielmals, Annette. für alles. Danke euch. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss zusammen. Danke. Danke auch.